los. Stopp, schon reicht. Heute wird mal was Unelektrisches probiert. Heute backen wir uns mal das feuerfesteste Material der ganzen Welt. Starlight wird es irgendwie genannt. Und hat mich echt verblüfft, mit welchen simplen Zutaten das zu machen ist. Das wollen wir erstmal probieren. Ich gehe mal nach der Anleitung vom Nighthawk. Der hat am Anfang hat er angefangen, Maisstärke und Backpulver zusammenzuhauen. Und in seinem zweiten Video ist er dann draufgegangen, auch Mehl mit dazu zu nehmen und Zucker. Weil im ersten Video hat er Holzleim als Binder genommen und Mehl ist ja auch sowas wie Leim. Und da war es in der Anleitung gewesen, 4 Teile Mehl. Also mache ich erstmal 4 Tassen Mehl. 1. Vier Teile Mehl und dann jeweils immer 2 Teile von den anderen Sachen. Also 2 Teile Maisstärke. So. Dann Backpulver. 15 Gramm ist das immer in einem Päckel drin. Wie viele Tassen das eigentlich werden? Beim Backpulver müssen wir ganz schön ranhauen. Zehn Päckchen Backpulver haben wir jetzt gebraucht, um 2 Tassen davon hier reinzufüllen. Und jetzt nehmen wir noch 2 Tassen Zucker. Das macht nochmal so ein extra Carbonfilm irgendwie. Und dieser Carbon, also Kohlenstofffilm, ist ja dann das, was irgendwie die Hitze abwehrt. Ja, irgendwie entsteht dann CO2, glaube ich. Und das CO2 ersetzt dann den Sauerstoff und dann hitzt sich das irgendwie nochmal auf. So habe ich das kapiert bei Nighthawk. Ihr könnt es euch selber nochmal angucken. So habe ich das verstanden momentan. Und Nummer 2. Oh, schön. Gut. So, jetzt haben wir es fertig. Okay, und da schütten wir jetzt einfach Wasser drauf. Das ist so ein Teig, kann den mal halt einfach kneten. Denke ich mir mal. Okay. Vielleicht sogar eine Tasse Wasser dafür, ist ja krass. Oh, das ist ein Heft, das ist ein krasses Gefühl. Das ist wie Schaum alles. Ich muss mal da noch ein bisschen Zeugs zumischen. Ganz schön flüssig. Aber wir kleben jetzt erstmal ein Stück. Hallo Kollege! Da lieben Starlight. Also richtig fest wird das Zeug so noch nicht. Das ist jetzt wie so ein Pizzateig und läuft ja auch noch richtig schön runter. Aber wenigstens klebt er jetzt nicht mehr so. Jetzt kann man mit der Hand drauf gehen, ohne dass die Hand kleben bleibt. Das ist echt eine echt lustige Konsistenz. Wie Gag. Früher gab es mal so Zeug wie Gag. Jawohl. Falls noch jemand kennt von euch. Na dann, machen wir mal einen Probelauf. Ich schneide das hier an der Seite noch ein bisschen ab. Das läuft immer nach jetzt. Und dann machen wir Probelauf. Probelauf? So was Blödes. Riechen tut's ganz lecker. Und schmecken tut's auch ganz gut, ne? Stopp, schon reicht, reicht. Mit so einem richtig großen Kohlenstofffilm obendrauf und unten dran ein ganz kleines bisschen lauwarm ist es. Also ein bisschen geht die Wärme schon durch, aber
Das ist gar nichts, was man unten dran spürt. Überhaupt nichts. Ja, das ist halt die Schicht, die wir zusammengebacken haben aus Backpulver, Zucker, Maisstärke. Was war denn das letzte? Mehl. Mehl, ja. Mehl ist noch mit dabei. Und hier, das ist echt krass, da bildet sich dann so und das tut dann die Flamme weg. Das tut dann die Flamme wegbringen vom eigentlichen Kern. Das ist echt krass. Wir zeigen das dann auch nochmal mit einem Ei. So, und jetzt probieren wir mal noch den Versuch, den da der Erfinder von dem Starlight immer vorgeführt hat. Und zwar hat er immer ein rohes Ei mit dem Zeug bedeckt und hat 5 Minuten lang die Flamme drauf gehalten. Okay, mal gucken, ob wir das Ei gekocht bekommen. Mach ein Spiegelei. Ja, wenn es klappt. Auch mal so richtig lang nur an einer Stelle drauf halten. Ja, so mal eine Minute nur auf einer Stelle, genau. Das ist ein Vulkan. Übelst. 2 Minuten haben wir jetzt. Oha. Okay. Also das ist ja mal... Okay, erst mit der Hand draufgreifen. Ich kann mit der Hand draufgreifen. Geht. Das ist. Okay, aber, und unser nicht, Ei? Nicht nachmachen, also... Nicht hier einfach so anfassen, wenn da nur ein kleiner Fehler dabei ist, kann das schon richtig wehtun. Ja. Aber wenn das nicht so, sondern lebensgefährlich. Da auf alle Fälle richtig, richtig aufpassen, genau. Aber unser Ei, hier, greif mal drauf. Lauwarm. Blauwarm? Nur ein kleines bisschen lauwarm. Okay. Na dann, gucken wir mal, ob es roh ist. Genau. Schlagen wir es mal auf. Schlagen wir es mal auf. Ich hole mal einen Stein hier. So, dann gucken wir mal. Machen wir eine kleine Sauerei. Oder wollen wir es hier einfach irgendwo hinschmeißen? Ich würde es einfach irgendwo hinschmeißen. Okay, ich schmeiß mal irgendwo hin hier. Schön langsam. Okay. Na, sieht doch aus. Da ist gar nichts drin. Geronnen. Ne, das weiße Zeug hier ist wirklich nur von dem Starlight. Sieht und innen drin kalt. Ich glaube. Krass. Richtig kalt. Das ist einfach nur kalt. Das klappt. Das feuerfesteste Material der Welt mit ganz normalen Sachen aus der Küche. Das ist echt krass. Ach, und übrigens, man kann es hier in Deutschland zumindest hier für vielleicht ungefähr 5 Euro kaufen. Das alles, was ihr vorhin gesehen habt, das hat nicht mehr als 5 Euro gekostet. Und da kriegst du richtig viel raus. Und wenn wir da jetzt noch ein paar Zusätze finden, wo wir das ein bisschen stabiler hinbekommen, dass das nicht so runterläuft. Aber da könnt ihr mal bei dem Nighthawk gucken, der hat sich da viele Gedanken gemacht, der hat dann auch noch Borax mit dazu genommen und einige andere Zusätze. Da sind uns jetzt der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt, aber echt herrlich. Okay, in dem Sinne sagen wir mal, ja, bis später. Ja, tschüss. Ja. Was soll ich denn sagen?